Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Und heute haben wir die Modulo-Rechnung dran. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was die Modulo-Rechnung ist. Im Grunde hat das auch was mit Division zu tun. Und zwar haben wir ja hier oben unseren Code für die Division und die gibt dann quasi ja, den Dividenden an. Also wenn wir 6 geteilt durch 3 rechnen, dann kommt da 2 raus. Aber diese Division hier kann nur mit ganzen Zahlen arbeiten. Heißt, wenn wir 7 geteilt durch 3 rechnen würden, dann würde der trotzdem nur noch 2 sein. Ja? Weil der eben diesen einzelnen Wert nicht nochmal durch 2 teilen oder durch 3 teilen kann. Ich konnte das auch gar nicht implementieren, weil wir eben nur 8 Bits haben. Und 8 Bits sind an sich schon sehr, sehr stark eingeschränkt. Und ja, da kann man einfach keine Kommazahlen mit einfügen. Daher brauchen wir Modulo. Das gibt uns dann quasi den Rest davon an. Denn wenn wir uns wieder anschauen, 7 geteilt durch 3 ergibt 2. Das macht natürlich keinen wirklichen Sinn, denn 3 mal 2 ergibt ja eigentlich nur 6. Und da kommt Modulo ins Spiel. Modulo sagt uns dann 1. Ja? Also wir haben 2 mal 3 plus 1. Das ergibt 7. Und Modulo gibt uns eben diese 1 an, quasi immer der Rest, der bei der ganzzahligen Division entsteht. Und dazu habe ich eben dir diesen Code geschrieben. Und der ist 2 Zeilen länger als der von der Division. Unter anderem liegt es daran, dass quasi unsere Überprüfung, ob die Zahl negativ ist, ich glaube bis Zeile 18 einfach braucht. Also wir brauchen sehr viel Platz dafür, um einfach nur die beiden Zahlen richtig zu deuten und zu überprüfen, wie das funktioniert. Wir gehen einfach mal das ganze System durch mit 7 und 3. Also rechnen wir jetzt quasi aus 7 modulo 3, da sollte 1 rauskommen. Und dazu fangen wir ganz oben an. Wir laden die 27, das ist hier unsere 0. Also wir haben jetzt gerade in unserem A-Register die 0 drin. Und wir subtrahieren die 29, also unseren ersten Wert, also die 7. Dementsprechend rechnen wir hier 0 minus 7 und das ergibt minus 7. Dementsprechend gehen wir dann weiter. Hier haben wir unser NES, unser Negativsprung. Und der kommt jetzt hier zum Arbeiten, denn was wir ausgerechnet haben, 0 minus 7, war ja negativ. Und dementsprechend springen wir zur Zeile 13. Ja? Da haben wir unsere erste Aufspaltung. Falls die Zahl vorher negativ war, dann wäre die hier positiv geworden und wäre einfach weitergegangen. Aber hier haben wir quasi wie so ein Baum die erste Abspaltung, den ersten Ast, der vom Stamm weggeht. Und dazu kommen wir zu Zeile 13. Dort wird wieder die 0 geladen und diesmal die 30 subtrahiert. Und das ist eben unsere zweite Zahl. Da wird im Grunde genau dasselbe gemacht. In dem Fall 3. 0 minus 3 ist minus 3. Das ist negativ, also gehen wir zur Zeile 18. Dort wird die Zahl dann auf 31 abgespeichert. Das ist hier unser leerer Wert hier unten. Und dann sind wir eben hier. Wir laden dann die 29, das ist unser erster Wert. Und dann subtrahieren wir die zweite Zahl. Also wir rechnen jetzt 7 minus 3, da kommt 4 raus. Dann schauen wir unser NES an. Die Zahl war positiv 4, also ignorieren wir das einfach. Wir gehen weiter und da springen wir dann zurück zur 20, subtrahieren nochmal die 30. 4 minus 3 ist 1. Also gehen wir weiter und hier ist es immer noch nicht negativ, also gehen wir hier weiter und springen wieder nach oben. Aber falls ihr euch erinnert, was ich eben gesagt habe, 7 modulo 3 ist eigentlich 1 und wenn wir jetzt hier weiterrechnen würden, da würden minus 2 rauskommen. Ja? Dazu haben wir hier oben die 31 abgespeichert, das ist quasi unsere minus 3. Ja? Die verrechnen wir gleich noch, denn wenn wir jetzt hier rechnen, wir haben 1 minus 3, da kommt minus 2 raus. Unser NES lässt uns zur 23 gehen, nämlich genau hierhin. Und jetzt subtrahieren wir die Zahl, die wir vorher gespeichert haben. Vorher haben wir die minus 3 gespeichert und die subtrahieren wir jetzt. Also minus 2
minus 3 ist im Grunde nichts anderes als minus 2 plus 3 und das ergibt 1. Ja? Dazu haben wir das eben hier oben abgespeichert, damit wir das hier unten wieder verwenden können, einen Schritt zurückgehen können. Dann wird es ausgegeben und das System wird gestoppt. Genauso funktioniert das auch mit dem Fall, dass die erste Zahl quasi negativ ist und die zweite Zahl negativ ist, oder die erste Zahl negativ ist, die zweite Zahl positiv und eben noch die erste Zahl positiv, zweite Zahl negativ. Dazu muss ich dann verschiedene Äste machen, quasi wie so ein Baum. Die erste Abspaltung ist bei der Überprüfung der ersten Zahl und danach die Überprüfung der zweiten Zahl. Genau, dementsprechend ist das fast genauso aufgebaut. Ihr seht, hier laden wir auch die 29, subtrahieren die 30. Dann schauen wir nach, ob die Zahl negativ war. Und dann springen wir zu einem bestimmten Punkt, nämlich der 23. Und damit haben wir so gut wie das ganze System erklärt. Hier unten sind natürlich unsere Werte. Und ich werde das jetzt in dem 8-Bit-Computer eingeben, damit wir das auch einmal durchrechnen können. So, da habe ich gerade die ganzen Sachen einprogrammiert und jetzt werden wir auch mal ein paar Zahlen eingeben. Und zwar würde ich ganz gerne erstmal mit einer positiven Zahl beginnen. Also wir haben hier quasi die Zelle 29 und dort würde ich gerne jetzt eine 7 eingeben. Das sind die drei Zahlen hier, quasi ganz rechts haben wir 1, dann haben wir 2, dann haben wir 4. 4 plus 2 plus 1 macht natürlich 7. Dann speichern wir die Adresse erstmal ab. Ihr seht, das hat sich hier oben bewegt. Und dann speichern wir die Daten ab. Dann gehen wir zur nächsten Zelle, nämlich der 30. Und dort speichern wir eine 3 ab. Genau so. Und damit haben wir es eigentlich. Ja, wir setzen immer wieder einmal den Programmzähler zurück. Und damit sollte unser Programm bereit sein. Ich gehe da jetzt einfach mal einzeln durch. Hier haben wir unser Lade 27. Das ist unsere 0. Wird jetzt in A gespeichert. Dann haben wir hier subtrahiere unsere erste Zahl, nämlich die 7. Da kommt minus 7 raus. Hier haben wir unser NES 13. Und ihr seht, da kommt wirklich was raus. Das heißt, wir gehen jetzt zur Zeile 13. Dort wird dann wieder die 27 geladen, also eine 0 in unserem A-Register. Dann wird wieder subtrahiert, nämlich unsere 30. Das ist unsere 3, da kommt eine minus 3 raus. Dann machen wir das. Wir haben ein NES und zwar zur 18. Also wir springen dort jetzt mal hin. Dort wird gesagt, speicher mal die Zahlen von A in der 31 ab. Nämlich in dem Fall die minus 3. Dann laden wir die 29, also unsere 7. Dann subtrahieren wir die 30. Zelle und das ist unsere 3. Und da sollte jetzt 4 rauskommen. Ihr seht, da ist ein einzelnes Band quasi an, von A zu ALU. Und das ist der 4er Bit. Dann sagen wir hier NES und dann, ich glaube, ja, 23 ist das. Da passiert nichts, denn wir haben eine 4 ausgerechnet. Dann kommt hier unser Sprung, und zwar zur 20. Dann wird hier wieder gesagt, subtrahiere die 3. In dem Fall kommt dann nur noch die 1 raus. Es wird wieder geguckt, war die Zahl negativ, war sie nicht. Dann haben wir wieder den Sprung zur Zeile 20. Dann wieder die Subtraktion von der 3. Diesmal kommt eine minus 2 raus. Ihr seht, die ganzen
Bänder quasi, die hier leuchten. Vom A-Register zur ALU. Dann haben wir wieder unser NES. Diesmal passiert auch was. Wir haben nämlich eine minus 2 raus. Und wir gehen zur 23. Dort wird gesagt, subtrahiere die 31. Die 31 ist eine minus 3. Und dann soll das ausgegeben werden, quasi unsere 0. Und dann wird es hier oben gespeichert. Und unser letzter Befehl ist unser Clock Stop. So, wir haben 7 und 3 eingegeben und das hatten wir schon ganz am Anfang. Das ist hier unsere 1. Und dann würde ich jetzt noch ganz gerne zwei andere Zahlen eingeben, nämlich einmal minus 7 und minus 3. Also als allererstes, wie immer, stoppen wir hier oder setzen unseren Programmzähler zurück. Und dann gehen wir zwei Schritte mit unserem Befehlregister weiter. Schauen wir mal, das 24 ist 28, 29. In der 29 speichern wir dann mal die minus 7 ab. Und das ist das hier. Das erste ist minus 128 plus 64 ist minus 64 plus 32 ist minus 32 plus 16 minus 16 plus 8 ist minus 8 plus 1 ist minus 7. Dementsprechend ist das richtig. Und das speichern wir einmal ab. Dann eine Zeile weiter speichern wir die minus 3 ab. Also eben hatten wir minus 7. Jetzt addieren wir nochmal eine 4 dazu, also minus 3. Dann wechseln wir nochmal die Adresse und speichern auch dort die Daten ab. Genau so. Dann fangen wir einfach wieder an. Ganz von vorne. Ganz von vorne. Keine Ahnung. Achso. Wir setzen das erstmal am besten zurück. Und ich habe ganz vergessen, in unserer 31 hängt noch so eine minus 3 rum. Genau so. Und zwischendurch habe ich einfach mal den Programmcode in Zeile 0 versehentlich gelöscht. Sollte das jetzt aber funktionieren. Also haben wir unseren ersten Befehl, 27 wird geladen, ist unsere 0. Hier wird es vor allem nötig sein, weil da ist ja noch eine 1 drin. Es wird dann gelöscht. Dann laden wir hier oder subtrahieren wir hier unsere erste Zahl, die minus 7. Ihr seht, da fehlen zwei Outputs, das heißt, das ist minus 7. Da kommt jetzt 7 raus. Hier haben wir unser NES, das uns eben in den zweiten Fall gebracht hat. Da passiert jetzt nichts. Und dementsprechend gehen wir einfach weiter. Hier laden wir wieder die 27. Es wird natürlich gelöscht. Dann subtrahieren wir die zweite Zahl, unsere minus 3. Da kommt jetzt eine 3 raus, ihr seht die beiden. Haben wieder unser NES, diesmal zur Zeile 8. Da passiert wieder nichts. Dann haben wir hier, dass es abgespeichert wird, wie vorhin. Es wird auf Zeile 31 abgespeichert. Genau so. Dann haben wir hier unseren Sprung. Und zwar zur Zeile 9. Genau. Dann haben wir hier wieder unsere 29 wird geladen. Das ist hier unsere minus 7. Und dann wird subtrahiert, nämlich unsere minus 3. Da sollte jetzt minus 4 rauskommen. Es wird geguckt, ob die Zahl negativ war. In dem Fall war sie negativ und wir gehen damit zur Zeile 2, 10. Ja, wir gehen zur Zeile 10. Und dort wird dann wieder subtrahiert unsere zweite Zahl.
möchte minus 3. Jetzt rechnen wir minus 4 minus 3. Und dementsprechend sollten wir jetzt hier minus 1 haben. Dann wird geguckt, war die Zahl negativ? Wenn ja, geht zur Zeile 12, zur Zeile 10. Und hier wird nochmal subtrahiert, nämlich unsere 3. Und dann seht ihr, hier gibt es nur noch die 2 Bits. Quasi, wir sind wieder einen Schritt drüber gegangen. Dann schauen wir, war es negativ? In dem Fall war es nicht negativ, daher passiert auch nichts. Da haben wir hier unseren Sprung, und zwar zur Zeile 23. Dort angekommen, subtrahieren wir quasi die Zahl, die wir in 31 abgespeichert haben, in dem Fall eine 3. Also rechnen wir jetzt hier 2 minus 3 und das ist minus 1. Und das wird hier jetzt gerade ausgegeben. Ihr seht den Befehl, der ist 0, 0, 0, 0, 0. Dementsprechend wird das jetzt abgespeichert in unserer Ausgabe. Und dann haben wir hier wieder 3, 3, 1, 1, 1, so unser Clock Stop. So, und dann haben wir jetzt hier quasi unsere Zahl minus 28, minus 64, minus 32, minus 16, minus 8, minus 4, minus 2, minus 1. Also haben wir ausgerechnet, minus 7 modulo minus 3 ergibt minus 1. Also ihr seht, sofern funktioniert alles. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ihr könnt natürlich auch noch die Kombination minus 7 modulo 3 ausprobieren. Da kommt 2 raus. Und wenn ihr modulo 7 modulo minus 3 ausrechnet, dann kommt minus 2 raus. Da landet ihr eben in den beiden Fällen, die ich nicht angesprochen habe. Aber da funktioniert das im Grunde ganz genauso. Damit war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!